Stichwort, was ich jetzt bekommen habe, ist auf Augenhöhe sein. Das meint wahrscheinlich nicht die physische Augenhöhe. Da müsste jetzt so ein großer Mensch wie Alexander Glock, der müsste ja sich dann halbwegs hinknien, um mit mir auf Augenhöhe zu kommen. Das ist sicher nicht gemeint. Das ist natürlich auch im übertragenen Sinne gemeint. Ja, dass wir gleichberechtigt kommunizieren. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dass wir die anderen Menschen auch als Subjekte sehen. Gerald Hüther unterscheidet es ganz deutlich. Er sagt, viel von dem Elend, was wir heute haben, hat damit zu tun, dass wir andere als Objekte nur noch sehen, gar nicht als Subjekte. Ja, ein Objekt, also was kann ich von dem haben, was kann ich aus der Beziehung Bekanntschaft machen, was kann daraus werden und so weiter. Das ist keine gute Basis. Ja, dann wie kann ich wen benutzen? Wenn das die Haltung ist, sind das keine Beziehungen auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe würde bedeuten, wir sind uns gleich. Ich erkenne, dass wir gleich sind. Also, das gibt es so eine schöne Definition für die Stufen der Entwicklung bei den Schamanen. Und man kann das auch nachlesen bei in den Lehren des Don Juan und Reise nach Ixtlan und so weiter. Und das hat dieser amerikanische Anthropologe ja so schön aufgeschrieben, seine Erfahrung mit den Schamanen. Und da ist ein schamanischer Lehrer, Don Renajo, glaube ich, heißt er, oder Don Juan ist der andere, einer von beiden, der sagt dem Carlos Castaneda, ist der Autor, da gibt es drei Entwicklungsstufen. Die eine Entwicklungsstufe ist das Wild, Menschen, die wie das Wild sind, die haben einfach Instinkte, denen folgen die einfach blind. Dann gibt es eine höhere Entwicklungsstufe, das ist der Jäger. Der Jäger, der ist schon so halb erwacht. Der kann schon das Wild beobachten, kann sich an den Wildwechsel setzen und dem Wild dort auflauern. Eine weitere Stufe. Und dann sagt er, gibt's den Krieger. Und der Krieger, der ist so stark, dass er sich vor niemandem beugt. Ah, denken wir, ja, das wollen wir im Westen auch. Aber es geht weiter. Und er ist so demütig, dass er niemandem erlaubt, sich vor ihm zu beugen. Warum ist es so? Der Krieger, das ist so die höchste Stufe für einen Schamanen, der Krieger, der hat in sich erkannt, Gott in seiner Mitte gefunden. Ja, wie es ja im Christlichen auch heißt, das Himmelreich Gottes ist in euch, ist in uns. Das hat er verwirklicht. Und er sieht aber natürlich dann auch in seinem Gegenüber Gott, die Einheit. Und warum sollte sich die Einheit vor jemand anderen verbeugen oder die jemand anderen sich beugen, der ja auch eine Einheit repräsentiert. Aber warum sollte er jemand anderen erlauben, sich zu beugen oder zu erniedrigen, wenn das auch die Einheit ist? So ein bisschen wie bei Meister Eckhart, der hat ja auch gesagt, wenn ich in den Spiegel schaue, betrachtet Gott sich selbst. Naja, solche Sätze hätten ihn fast auf den Scheiterhaufen der Inquisition gebracht. Aber der meinte natürlich, er hat Gott in sich verwirklicht. Er spürt die Einheit. Und wenn er in den Spiegel schaut, sieht die Einheit, das Göttliche. Also auf Augenhöhe ist ein wunderbares Maß. Würden wir alle anderen Menschen auf Augenhöhe sehen und nicht jetzt als Ausländer, die da kein Lebensrecht haben bei uns und so weiter oder nicht auf unserem Niveau sind, weil sie andere Bildung haben oder solche Dinge oder nicht unsere Tischsitten oder so. Das sind ja alles Dinge, wo wir uns erheben und damit andere auch erniedrigen. Würden wir das aufhören, dann würde es uns viel besser gehen. Es würde der Welt viel besser gehen. Wir hätten eine ganz andere Wertschätzung. Ja, also anderen Menschen Wertschätzung zu geben, wäre wundervoll. Für uns und für die auch. Das ist etwas, was wir in unserer Kultur, also zum Beispiel in deutschen Schulen, so überhaupt gar nicht entsprechend machen. Ende meines Studiums, ja doch 14 Semester, da gibt es keine Feier in Deutschland. Ja, ich habe ja eine Promotion gemacht, eine Doktorarbeit. Die Österreicher, die haben eine Promotionsfeier, auch ohne Doktorarbeit, die machen mir gar keinen, kriegen sie einfach geschenkt. Weil kriegten sie geschenkt. Bei uns kam irgendwann ein Brief, ich war schon längst in Indien, mit einem Ashram und meiner Mutter, ich habe dann irgendwann mal nach ein paar Monaten angerufen, hat sie gesagt, du bist jetzt übrigens Arzt, ist ein Brief gekommen, deine Approbation. Aha, kriegst
Brief landet im Briefkasten, dann bist du das. Das ist nicht wertschätzend nach so einer langen Zeit der Bemühungen und so weiter. Also wäre wichtig, dass wir auf Augenhöhe mit allen sind. Und zum Beispiel aus meiner Sicht auch mit den Tieren. Ja, die sind auf einer anderen Entwicklungsstufe, ja. Aber wir müssen ja, wenn wir in der 9. Schulklasse sind, nicht die von der 1. Klasse verachten. Das ist einfach eine andere Station. Wir könnten denen trotzdem auf Augenhöhe begegnen. Also wäre ein wunderbares Rezept. Dir zuliebe, anderen zuliebe, auf Augenhöhe kommunizieren. Dann kann das auch bis zur Kommunion gehen. Und das steckt ja in der Kommunikation drin. Tiefste Ebene der Kommunikation ist sicher die Kommunion. Das kann nur auf Augenhöhe gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du es dahin bringst, mit den Menschen deiner Mitwelt, der überhaupt der Welt auf Augenhöhe zu kommunizieren.